Salut et bienvenue, mes amis. Hier ist wieder Cooles Filmwelt und heute geht es um einen Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2004. Dieser beruht auf einer zuvor entstandenen Zeichentrickserie, welche erstmals 1999 über den Bildschirm lief und bis heute bei Groß und Klein sehr beliebt ist. Die Rede ist von SpongeBob Schwammkopf. Für alle, die nicht wissen sollten, wer oder was SpongeBob Schwammkopf ist und worum es dabei geht, zuvor eine kleine allgemeine Zusammenfassung. Wie der Titel als auch der Name an sich bereits vermuten lassen, geht es hier um einen titelgebenden Schwamm, der mit seinen Freunden tief unten im Meer wohnt und dort so allerlei Abenteuer erlebt. Wenn SpongeBob nicht gerade bei seinem Boss, Mr. Krabs, im Krabbenburger-Restaurant arbeitet, was definitiv zu seinen Lieblingsbeschäftigungen zählt, hängt er gerne mit seinem besten Freund Patrick, einem Seestern, ab. Zu ihnen gesellt sich oft auch ein Eichhörnchen namens Sandy, sowie sein tintenfischiger Nachbar Thaddäus Tentakel, mit welchem er auch gemeinsam im Krabbenburger-Restaurant arbeitet. Die Serie zeichnet sich besonders durch ihren skurrilen Humor aus, wobei vieles, nahezu selbstredend, überzogen dargestellt wird. So viel zur eigentlichen Nickelodeon-Serie. Wer sich von dieser gerne selbst ein Bild machen möchte, kann in der unteren Videobeschreibung hierzu einen Link finden. Nun jedoch komme ich zum eigentlichen Film, welchen ich euch heute vorstellen möchte und der, laut FSK, ab 6 Jahren freigegeben ist. Nach einigen bereits zuvor erschienenen Specials zur Serie gab es im Jahre 2004 sowohl im englischsprachigen Raum als auch in Deutschland zum ersten Mal die Gelegenheit, den Hauptprotagonisten im Kino zu bestaunen. Dabei trug der Film den doch sehr unspektakulären und schlichten Titel der SpongeBob Schwammkopf Film, der somit auf den ersten Blick auch keinen Aufschluss darüber gab, worum es bei dem Abenteuer geht. Vor einiger Zeit fand ich besagten Film, welcher am 23. Dezember 2004 in Deutschland im Kino startete, im Prime-Angebot von Amazon und habe ihn mir daraufhin angeschaut. Was mir kurz nach Start des Films sehr schnell auffiel, war, dass es hierbei wohl um eine völlig andere Handlung geht, als in der Filmbeschreibung seitens Amazon angegeben wurde. Von daher lasst euch also nicht davon irritieren, solltet ihr den Film dort später gerne schauen wollen. Kommen wir daher nun zur wirklichen Handlung des Films. Die Krone des Meeresherrschers Neptun wird gestohlen, was SpongeBobs Boss Mr. Krabs in die Schuhe geschoben wird. Dafür soll dieser büßen, indem Neptun ihn einäschern will. Gerade noch zur rechten Zeit kommen SpongeBob und sein Kumpel Patrick dem zuvor und ersterer verhandelt mit dem Herrscher der Meere. Daraufhin begnadigt Neptun Mr. Krabs unter der Auflage, dass SpongeBob binnen 6 Tagen seine Krone wiederfindet und ihm aushändigt. SpongeBob und Patrick machen sich auf den Weg. So viel zum Kern der Geschichte, welche das 87-minütige Abenteuer umspannt. Zu Beginn des Films, ich spreche hierbei von den ersten 2 Minuten 45, hat man auch ein echtes Kino- und Spielfilmgefühl, eben da wie bei solchen anfangs das Logo der Filmproduktion, in diesem Falle jenes von Paramount, erscheint und wenig später tatsächlich zuerst mit echten Schauspielern gedreht wurde, was generell auch für die Serie SpongeBob selbst nicht untypisch ist. Danach geht es dann aber wirklich ab ins Meer, nach Bikini Bottom, und die Haupthandlung beginnt. Mir hat dabei sehr gut gefallen, dass man sich ab diesem Moment tatsächlich heimisch fühlt, da man von diesem Zeitpunkt an nahezu vergisst, in einem Film zu sein, sondern doch eher, wie gewohnt, dieser netten Serie zuschaut. Dazu tragen auch sehr viel die gewohnten Synchronstimmen diverser Charaktere bei. Wirklich jede Figur wird von seinem Standardsprecher der ersten Stunde gesprochen, wenn wir einmal von Neptun und so weiter absehen. Somit also von Santiago Ciesma, Rolle SpongeBob Schwammkopf, Marco Kröger, Rolle Patrick Star, Eberhard Prüter, Rolle Thaddäus Tentakel, Jürgen Klugert, Rolle Eugene Krabs, Thomas Petrou, Rolle Sheldon Plankton und Kathleen Gavlich, Rolle Sandy Sheeks, um nur einiges zu nennen. Wer sich generell, wie ich, auch für die Sprecher hinter den Stars interessiert, findet wie gewohnt eine Synchronsprecherübersicht bzw. 2 in der Videobeschreibung verlinkt, damit ihr gerne auch selbst nachschauen könnt, wer im Einzelnen im Film von wem gesprochen wurde. Und wer sich ebenso für eventuelle diesbezügliche Abweichungen zur Serie interessiert, siehe Neptun, findet daher auch noch einen Link mit einer Übersicht der Rollensprecher der SpongeBob Schwammkopf-Serie an sich. Und nicht nur mir, sondern auch anderen muss neben der Story
die unmittelbarer Nähe zur Serie gefallen haben. Denn der Film spielte bei einem Budget von ca. 30 Millionen US-Dollar letztlich an die 140 US-Dollar ein. Auch die Kritiken konnten sich zweifelsfrei sehen lassen. So schreibt das Lexikon des internationalen Films beispielsweise, Zitat, erstes Kinoabenteuer der Fernsehserienfigur SpongeBob, die mit ihrem Freund Patrick die gestohlene Krone von König Neptun aus Shell City zurückholen will. Der vergnügliche Zeichentrickfilm schickt die kindlich-kindischen Cartoon-Helden auf die Suche nach wahrer Männlichkeit, stimmt am Ende aber ein Loblied auf zwangfreie Ausgelassenheit an. Dramaturgisch und inhaltlich manchmal etwas holprig, dafür aber mit viel Liebe fürs Detail animiert. Zitat Ende. Und auch die Filmzeitschrift Cinema war voll des Lobes über diesen Film, welcher unter der Regie vom Erfinder, sprich Ideengeber und Entwickler sowie Trickfilmproduzenten Steven Hillenburg, welcher im Übrigen auch am Drehbuch und der Produktion beteiligt war, produziert wurde. Zitat: Über die abgefahrenen Abenteuer des punkigen Meeresgetiers amüsieren sich Kinder wie Kindsköpfe. Ein Film, dessen Showdown auf dem Rücken von David Hasselhoff stattfindet, kann nicht ganz schlecht sein. Die fantasievolle Lust am Surrealen und Infantilen, mit der Steven Hillenburg, Autor, Regisseur und ehemaliger Meeresbiologe, die Abenteuer des übereifrigen Schwammes Bob und seines treudoofen Seesternkumpels Patrick erzählt, ist erfrischend. Warum also sollte der Baywatch-Bademeister dem Meeresgetier nicht als Wassertaxi dienen? Und warum sollte nicht plötzlich ein fischiger Auftragskiller mit seiner Unterwasser-Harley auftauchen und auf Hasselhoffs Rückseite Randale machen? In Bobs TV-Episoden versammeln sich schon seit Jahren ein geldgeiler Krebs, ein texanisches Eichhörnchen im Taucheranzug, schurkiges Plankton, eine miauende Schnecke und allerlei andere auf evolutionären Nebengleisen existierende Salzwasserwesen in immer wieder neuen abstrusen Geschichten. Hier in ihrem von kurzen Realfilmsequenzen durchsetzten Kinodebüt müssen Bob und Patrick die gestohlene Krone von König Neptun ausfindig machen. Dabei geraten sie an eine Gang von Motorradrockern, fallen wegen übermäßigem Eiskonsums ins Delirium Tremens, streiten sich mit nihilistischen Zöllnern und rasen in einem von Frittierfett getriebenen Krabbenburgermobil vor Killerfischen davon. Kinder und Kindsköpfe machen sich dabei vor Lachen nass. Fazit: Nach Findet Memo ein neuer bunter Meilenstein des surrealen Unterwasserfilms. Zitat Ende. Doch freilich gab es nicht nur euphorische Kritiken, sondern auch, wie soll ich sagen, solche, die doch etwas skeptisch auf den Film schauten. So zum Beispiel Filmstarts, welche schrieben, Zitat, die TV-Serie um SpongeBob, den Schwammkopf und seinen trottigen Freund Patrick begeistert seit 1999 nicht nur Kinder. Der Erfolg ist dem sehr abgefahrenen, skurrilen Humor von Erfinder Steven Hillenburg zu verdanken. Der ist interessanterweise gelernter Meeresbiologe und machte in seiner Serie bisher unbeachtete Meeresbewohner wie den Schwamm oder das Plankton zu den Stars. Das TV-Format bietet herrlich durchgedrehte Unterhaltung. Doch im Film wird sich wahrscheinlich nur der echte Fan so richtig wohlfühlen. Geniale Passagen wechseln sich ab mit Szenen, die wahrlich Geschmackssache sind. Was zu albern oder schlicht unlustig ist, sollte jeder selbst wissen. Doch auf einem beständigen Niveau bleibt der SpongeBob-Schwammkopf-Film leider nicht. Zitat Ende. Die Links zu diesen hier soeben angeführten Filmkritiken sind wie immer natürlich als Quellenangabe in der unteren Videobeschreibung verlinkt. Gut, und wenn man jetzt einmal von der letzten Filmkritik ausgeht, so muss ich für mich sagen, Kulle ist kein echter Fan, so wie man ihn sich wohl typischerweise vorstellen mag. Aber ich habe mich dennoch voll wohlgefühlt bei diesem SpongeBob-Abenteuer. Weshalb dem so war, habe ich ja schon anfangs erwähnt. Und daher vergibt Kulles Filmwelt für diesen Film 5 Punkte von 5. Wer sich nun aufgrund meiner Besprechung zu diesem Film zuerst einmal selbst einen kleinen Eindruck von diesem verschaffen möchte, findet in der unteren Videobeschreibung einen Link zum Trailer. Ansonsten wird das Ganze natürlich wieder auf den verschiedensten Plattformen zum Anschauen, sprich Leihen oder Kaufen etc. angeboten. Von daher verlinke ich euch wieder eine Seite, wo ihr nachschauen könnt, ob auch ein Anbieter eurer Wahl diesbezüglich für euch dabei ist. Und natürlich findet ihr auch in meinem Videoabspann später wieder eine kleine Auswahl diverser Anbieter, die SpongeBob Schwammkopf auf ihren Plattformen anbieten. Amazon selbst hat die deutsche Version deshalb leider nicht mehr im Prime-Angebot. Allerdings kann man sich das Ganze dennoch digital ausleihen oder kaufen,
letzteres ebenfalls digital. Solltet ihr das gerne tun wollen, so habt ihr dann beim Anschauen die Möglichkeit, bei diesem Film zwischen deutscher und englischer Tonspur zu wählen. Und auch Untertitel sind anwählbar, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Bei den englischen Untertiteln sind diese zudem mit einer Bildbeschreibung versehen. Jedoch sei anzumerken, dass wer einen Amazon Prime Account hat und das Englisch mächtig ist, die Möglichkeit geboten wird, SpongeBob Schwammkopf auch in der generellen englischen Version im Prime-Angebot zu finden. Für den Fall, dass ihr also gerne diese Möglichkeit für euch in Anspruch nehmen möchtet, verlinke ich natürlich auch diesen Link in der unteren Videobeschreibung. So, das war's für heute mit dieser Besprechung zu dem Zeichentrickfilm, der SpongeBob Schwammkopf-Film. Wenn euch mein Tipp und das Video an sich gefallen haben, freue ich mich sehr über ein Like eurerseits und wenn ihr auch weiterhin keine Rezensionen von mir verpassen möchtet, abonniert einfach Cooles Filmwelt und aktiviert die Glocke. Bis dahin sage ich nun erst einmal Salut, Abenteuer, mes amis.